Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Small End. Einen schönen guten Morgen, slash grüß dich. Halli, hallo, grüß euch. Wir sollten direkt losziehen. Wir müssen nicht lang schnacken. Ja, genau. Wir sind in der letzten Folge sind wir in den Norden und haben uns Chitin besorgt. Und war es nicht der Süden? Ach, der Süden, ja. Ich sag immer, warum sage ich immer Norden? Ich weiß es nicht. Wir sind in den Süden. Ja, wir haben festgestellt, dass durch diese Helme, diese Steinrüstung, die wir in der letzten Folge hergestellt haben, leider die schönen, attraktiven Fühler nicht mehr zu sehen sind. Die werden ausgeblendet. Du kämpfst einfach ohne Helm, einfach nur für die Schönheit der Natur. Ja, ich mag die Fühler sehen. Ich mag die Fühler sehen. Ja, wir haben den Baum noch nicht besucht, das machen wir, wenn wir zurückkommen. Hier, den Baum, den ihr hier seht. Dann wollen wir mal gucken, wie wir da hochkommen. Das machen wir aber erst, wenn wir zurückgehen, weil sonst nutzen wir jetzt das Tageslicht. Weil, dann nutzen wir das Tageslicht. Haben wir Pfeile hergestellt? Ich habe ein paar Pfeile gemacht, ja. Ich habe 8 Stück, das ist nicht viel. Ich habe 39, soll ich die nochmal splitten? Ja, gib mir doch mal bitte 10 oder 15 oder sowas. Stapelteilen, dann kriegst du noch... So. Und fallen lassen. Habe ich. Vielen Dank. Der wechselt immer. Das ist ja doof gemacht. Warte mal, ich versuche die mal zu stacken. Jetzt, 27. Mhm. Muss du erst im Inventar wieder zusammenführen, bevor du sie da reinlegen. Ja. Oh. Bin da. So, wir gehen da links. Ne? Das war ein recht schneller Weg, um in den Tod zu laufen. Mache ich erstmal kurz was. Schön, dass sie Essgeräusche eingeführt haben. Das hat mich gestern irritiert. Gut. Erfalten ist wirklich auch eine gute Sache. Ging das gestern schon? Wahrscheinlich ja, ne? Wir haben es noch nicht ausprobiert. Höchstwahrscheinlich. Ich habe es nicht ausprobiert. Hier unten? Ne, oben, oder? Ne, warte mal. Süden, 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 Süden. Nicht an den Wespen vorbei. Das muss man nicht provozieren. Und immer mal wieder gucken, was man hier so mitnehmen kann. Kleeblatt. Vielleicht haben wir jetzt Glück und schaffen es bis zu Skadi. Liebe Grüße an Skadi Schnee an der Stelle. Genau. Ich wusste nicht, dass sie hier auch mitspielt. Ob man hier ein vierblättriges finden kann? Nee, ist was. Und dann Glück hat? Ne? Oh. Oh, guck dir das mal her. Oh, warte mal kurz. Ja. Knoblauchblatt. Knoblauchblatt, sehr gut. Ja. Ich probiere jetzt auch mal meine neue Axt aus. Nee, ich habe hier Lauchhederich. Mhm, und der lässt Knoblauchblatt fallen. Ach so, okay. Weil das war ja die entscheidende Zutat für unsere Axt, ne? Ja. Oh nein. Oh nein. Oh. Warte, ich komme. Oh nein, das ist nicht gut. Oh, mir wird dunkel. Warte mal kurz. Au. Nee, das interessiert den Käfer nicht. Okay, warte mal, jetzt brauche ich ganz schnell 6. 7. Oh, bitte jetzt kein Gewitter. Bitte kein Gewitter. Kein Gewitter. Wir müssen Strecke machen. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Süden, wir müssen ein bisschen rüber. Also wir müssen in diese Richtung. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass hier unten, guck mal, hier ist so ein Tal. Ja. Und hier sind überall Ameisen. Und da oben sind Websen. Okay, wir gehen durchs Tal. Weil ich glaube, Bodentruppen können wir da leichter bekämpfen als... Oh, das sieht aber nicht aus, als würde es hier... Wir probieren es. Ich laufe. Bist du hinter mir? Ja, nee, ich habe hier sehr viele Ameisen. Okay, warte, ich komme. Warum läufst du auch so weit links? Okay. Super. Kurz bei der Sonne gestartet und schon wieder... Ja, dass das direkt wieder regnen muss. Sollen wir hier durchs Tal? Das ist eine Falle. Oder?
Das sieht gefährlich aus. Wir können doch hier auf dem Baumstamm bestimmt lang, oder? Probieren wir mal. Oder der Baumstamm ist die Falle. Hm. Ja, ah, Typen markieren, genau. Wenn es ein Typ ist. Wieso kann ich Skadi nicht markieren? Ich kann Skadi nicht markieren, aber die... die Richtung stimmt. Also manchmal hat das Menü noch so ein bisschen Probleme. Oh. Ja. Hm. Ich denke, wir müssen, wenn überhaupt... Warte mal, können wir hier hoch? Guck mal. Hier? Ja, wir können hier hoch. Ich warte auf dich. Neue Blümchen. Ja, passt noch auf. Käfer. Genau, genau, genau. Das hinter wurde uns. Pass auf, komm mal hier links über den Baumstamm rüber. Ja, warte. Wo bist du? Hier hoch. Hinter dir? Ach da. Ich leuchte doch, oder? Ja, auch manchmal, aber nicht immer. Warte mal, da oben ist ein Licht in dem Baum. Siehst du das? Mhm. Ich will mich ja nicht ab. Oh, Flip. Du bist ein Grashüpfer. Lass mal probieren, ob wir da hochkommen. Hast du das gerade gesehen? Was denn? Der Grashüpfer, als hätte der Unterbodenbeleuchtung. Der leuchtete unten rum blau. Ja, das ist, manchmal im Leben leuchtet man so. Weiß nicht, ob er hier hochkommt. Wir probieren es einfach mal. Ja, das sieht schon so aus. Aber hier hoch? Ausdauer? Ja, ich hab's geschafft. Warte mal, hinter uns ist das Ding, ne? Da kommen wir aber, vielleicht kommen wir jetzt über die... Ja. Ich komme. Okay, keine Eule. Ein Zwerg. Warte. Okay, mach du erst. Ah, okay, ich sag verlassen. Jetzt guck du es dir an. Der Geist des großen Baums hört dich. Was ist dein Begehr, Vorhut? Ich will diesen Baum für mich beanspruchen und mein Lager dorthin verlegen. Das machen wir doch, oder? Mach ich. Mhm. Du hast noch kein Baumlager. Um deinen ersten Baum für dich zu beanspruchen, dort ein Lager aufzuschlagen, musst du einen großen Baum erklimmen und dort mit ihm sprechen. Ja, dann müssen wir wohl hoch. Ach, hier. Okay. Was? Was? Wo? Nee, also hier hoch, oder wie? Ja, dachte ich. Lass mal probieren. Okay. Oh, ist da hinten Wasser? Ist das ein Meer? Das ist, sieht aus wie ein Ozean, ja. Lass uns den großen Baum erklimmen. Voll das Abenteuer, oder? In diesem Spiel. Ich bin gerade total geflasht. Ist schon gut. Aber da kommen wir doch nie im Leben hoch. Räuberleiter? Nein, das bringt ja auch nichts, ne? Nee, das wird wahrscheinlich nur mit Grappling-Hook weitergehen hier. Oder wir müssen... Na, hier drauf und dann rüber. Nee. Da geht's nicht weiter? Achso, da kommen wir her. Ich warte in der Ecke. Ah, wie hast du es gemacht? Einfach möglichst früh abgesprungen. Okay, wie ist? Nein. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich habe auch keine Ahnung. Wie hast du es da hoch geschafft? Warte auf mich. Du darfst mich nicht zurücklassen. Slash. Jetzt streng dich doch mal ein bisschen an, Mensch. Bin da. Und sehr gut. Okay, bin da. Oh, wenn wir jetzt abschmieren, wird es aber auch richtig. Oh, sehr tödlich. Ja. Also hier ein falscher Schritt und dann. Dann sind wir unsere Sachen los. Oh. Nee. Da kommen wir auf gar keinen Fall hin. Das kann also nur wieder.
hier runter gehen. Ah ja, das. Huh? Oh Gott. Was ein Abenteuer. Oh, fast war ich schon. Im Endeffekt ist das Wetter schön, aber ich glaube, wir müssen hier wieder weiter. Wir müssen, glaube ich, zurück. Ja. Boah, wie krass. Ich finde das gerade. Ich finde das gerade total geil. Schön. Oder? Mega. Es ist wie gerade dieser Ast, der hier reingeht. Man hat doch wirklich das Gefühl, dass man in diesem Baum sitzt. Wow. Wow, okay. Das ist ein Abenteuer. Okay, ja. Warte, du bist hungrig und durstig. Wir brauchen hier schon genug Ausdauer. Ja, ich zieh mir auch nochmal was in den Pilz rein. Bin da. Okay. Oh. Bitte nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen. Aber da muss es doch einen Aufzug nach oben geben. Du kannst doch nicht, wenn du da deine Basis einrichten willst, jedes Mal hier die Jump'n'Run. Nee. Das würde ich auch nicht machen. Dann bleibe ich am Boden. Eine Bodenbasis. Aber wie schön. Also, ich finde das gerade super. Dieser Baum ist so faszinierend. Mal ja. Gucken, wie weit ich hier in den Ast reinlaufen kann. Wenn jetzt aber der Ast dann durchsichtig, also weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß schon. Dann geht's nach unten. Ja, hast recht. Und dann komm, lass uns das Risiko. Das können wir später testen. Was stimmt natürlich, wenn wir fliegende Viecher haben, dann kommen wir leichter hoch. Dann kommen wir da auch hoch. Oder mit dem Grappling Hook. Ja. Oh, noch weiter hoch. Ja, ist noch ein bisschen. Das ist noch ein Stückel. So, geht's jetzt hier hoch oder müssen wir hier vielleicht um die Ecke? Also hier kommt man auf jeden Fall hoch. Ja? Ich denke, viele Wege führen hier hoch. Ja, hier ist auch wieder ein Abschnitt. Okay, ich komme da nämlich überhaupt nicht hoch. Klar. Ach jetzt. Es gibt Fallschaden im Spiel, deswegen ist es auch ein gewisses Risiko. Okay. Boah, es ist hoch. Guck dir das mal an. Mhm. Oh, da unten ist ein gestrandetes Schiff oder sowas. Siehst du das? Ja. Hier meine Blickrichtung. Da guckst du. Oh, yo. Wie so ein, sieht aus wie ein Schiff, was auf der Seite liegt oder umgekippt ist, wie ein Ruderboot. Ja. Cool. Jetzt hier. So, da oder hier hinten, weil hinten geht's ja auch weiter. Das ist so gemein vom Spiel. Ja, es gibt, glaube ich, mehrere Wege. Ups, hat nicht funktioniert. Nee, ein bisschen Abstand. Ja, er zieht sich immer so am letzten Stück, zieht er sich noch ein bisschen nach oben. Oh, nein! Oh, oh Gott! Oh, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alter! Nein! Nein! Ja, jetzt! Oh, habe ich gerade schwitze Hände. Okay. Okay, wer ist er? Reden wir mit ihm? Oder gibt es immer mal den Zwerg erst? Oder erstmal mit dem Zwerg. Der Geist des großen Baums hört dich. Was ist dein Begehr? Ich möchte diesen Baum in Besitz nehmen. Geil. Meine Siedlung ist privat, ja. Sehr gut. Oh, hier können wir unsere Basis aufbauen. Mhm. Das ist natürlich... Wie cool ist das bitte? Das ist natürlich wesentlich genialer als dieser Verschlag da. Warte mal, wir haben Reisebetten mitgenommen, ne? Das haben wir den Zuschauern gar nicht erzählt. Lass uns mal bitte hier ein Reisebett aufstellen. Wir haben das Material für dieses Reisebett mitgenommen. Und zwar, das ist ja hier, das Entscheidende war ja das Knoblauchblatt. Mhm. Komm, wir setzen jetzt einfach hier vorne bei dem, hier so in die Ecke. Mhm, brauchen, glaube ich, erst... Ach, da konntest du es setzen. Ja. Komm, lass hier an die Seite setzen, dann können wir uns hier eine Basis aufbauen.
Der große Baum ist Privatbesitz. Ich kann hier nicht bauen. Will? Achso, weil ich ihn ein... Aber sind wir keine Gruppe? Warte mal. Ich komme, wir gucken mal, ob wir das verwalten können. Ich möchte mein Lager öffentlich machen. Jetzt. Jetzt kannst du. Bett mit Dach. Hier schön. Zack. Sehr gut, jetzt claimen wir uns die Dinger. Ja. Spawnpunkt aktiviert. So, jetzt bin ich gechillt. Jetzt können wir Tests auf Ästen machen, wie wir wollen. Guck mal, lass uns mal den hier hochgehen. Guck mal, der sieht ziemlich mächtig aus. Jetzt bin ich sehr entspannt. Jetzt, wenn wir hier wieder spawnen, ist alles gut. Boah, ist das fantastisch gemacht. Also wirklich. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir hier so weit in den Baum reinkommen. Und so hoch. Und boah. Alter. Oh, es geht weiter. Slash. Boah, ich habe gerade das Gefühl, wie ich jetzt erstmal im Imperium gespielt habe und im Weltraum geflogen bin. Oi, 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 oi. Mal langsam. Ja, oh, das geht schon. Ah, hier ist Ende. Das, oh, lass mal ausprobieren, was der Ballon macht. Oh, wie cool. Wie geil ist das denn bitte? Boah, ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Wie geil. Auch wie schön die Blätter aussehen. Guck mal hier rechts, so, weißt du, diese Blätter, die da dran liegen, das sieht alles so plastisch aus und die bewegen sich im Wind und... Geil. Ist er jetzt markiert? Warte mal, haben wir auf der Karte... Ja, ja. Spawn-Baumlager. Wir haben jetzt einen so einen Lebensbaum, der wird angezeigt auf der Karte. Und komm, lass uns mal den Zeppelin ausprobieren, oder? Weil an unserer Basis haben wir auch so einen Baum. Vielleicht kann man dazwischen reisen oder so? Guten Morgen, Herr Fährmann, der Baumdiener. Hallo, was kann ich für dich tun? Ich möchte hinab zu den Wurzeln. Möchte ich etwas zum großen Baum fragen? Warte mal, das muss ich kurz fragen. Wie kann ich andere bauen lassen? Okay, das wissen wir. Kann ich andere vom kleinen Faktor hindern? Schabernack, ja. Kann ich Lager vom Brausenmod umziehen? Ah ja, man kann dann den Baum verlagern. Man kann praktisch seine Basis wahrscheinlich umziehen. Der Baum wird immer gleich sein. Okay. Wollen wir nach unten? Und zu Skadi reisen? Sag ihm das mal, dass wir runter wollen. Gucken, was passiert. Auf geht's. Oh, oh, wow. 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 Oh. Okay. Also diese Musik, die im Hintergrund dudelt, plus das, was wir erleben, ist doch wie ein Abenteuer-Kinderfilm, oder? Ja. Ah, und jetzt kommen wir wieder hier bei der Plattform an. Ist ja interessant. Das ist ja hochinteressant. Das ist richtig gut. Ich feiere das Spiel. Das ist ja super. Wir müssen hier runter. Hier geht's runter. Cool. Also neue Basis einrichten, würde ich sagen, wa? Unbedingt. Ja, dann erstmal weiter zu Skadi. Ich hab's markiert. Oder ihn, ja. Ihn da in die Richtung. Da müssen wir... Okay, ich bin unten. Boah. War so ein bisschen schockverliebt in das Spiel. Oh, ja, hier geht's. Hier ist ein Pilz drunter. Skadi ist in die Richtung hier. Ah ja, da. Hier ist eine rote Meise links von uns. Ich muss mal schnell eine Bandage. Hä? Was liegt denn da alles in der Wiese? Warte mal. Ja. Da liegen irgendwelche... Das sind doch Reste. Ja, ja. Ich denke auch, dass das... Insektenfett, ja. Also irgendwas ist hier gestorben. Irgendwas ist hier gestorben.
Wollen wir wissen, was es war? Nee, lass uns erstmal zu Skadi gehen. Nee, wir wollen auch nicht wissen, was es... Oh Gott. Hier sind Wespen bei uns. Pass auf, wir müssen ein bisschen weiter rechts, so ein bisschen. Ja, hier geht's runter. Hier ist so ein Stein. Okay, wir müssen uns neue Materialien besorgen, ne? Mhm. Also jetzt zurücklaufen, den ganzen Kram holen, wird auch bis sie... Ja, aber ich glaube, wir finden das meiste hier im Umkreis. Genau, hätte ich auch gesagt. Hier wirkt ja halbwegs friedlich hier. Oh, oh. Hier wirkt halbwegs friedlich und der schädelt auch auf. Ja, das ist ja halt ein Lager, das so. Ach, das ist... Da ist Skadi wahrscheinlich. Mhm. Ein alter Geistbock oder sowas. Wo ist sie? Da, wo Licht brennt wahrscheinlich. Hier ist eine Eule. Manche Kreaturen lassen sich mit speziellen Leckereien zähmen, aber Vorsicht, sie nehmen nur dann die Leckerei an, wenn sie sich als Leittier akzeptieren, also musst du sie erst bändigen. Gezähmte Kreaturen sind treue Begleiter. Manche folgen dir und beschützen dich, manche lassen dich sogar auf ihn reiten. Du kannst eine gezähmte Kreatur mit Nahrung heilen. Lass Nahrung neben einem Begleiter fallen, damit er trinkt und sich selbst heilt. Ja. Okay. Hier ist ein Käfer drin. Ja. Haben die dich gefangen? Okay. Komm, wir reden mal mit Skadi. Guck mal, was hat die für ein Lager? Guck mal hier, der hat alte Schlüssel und so. Sehr freut, ich bin Skadi Uxlim. Nee, Uxilm. Jäger und ehemaliger Feldwebel der Vorhut. Ich soll hier berichten über Ärger mit einigen Kreaturen nachgehen. Ludwig hat gesagt, er würde jemanden schicken. Was brauchst du? Kannst du Rüstung herstellen? Chitin. Okay, das ist wohl die nächste Stufe der Rüstung. Alles klar. Der Helm sieht aber stark aus. Ja, der sieht echt gut aus mit den Ameisenfühlern da dran oder so. Was hat er noch? Gab es hier in letzter Zeit Ärger? Das kann man wohl sagen. Ich war bei dem umgestürzten Boot auf der Pirsch, als mich ein wütender Nashornkäfer angriff. Eine echte Bedrohung. Um die wir uns kümmern müssen, bevor noch jemand stirbt. Einen Nashornkäfer bekämpfen. Mhm, ich glaube, so weit sind wir noch lange nicht. Nee, wir haben gerade unsere Steinrüstung hergestellt. Jetzt sollen wir Nashornkäfer bekämpfen. Aber erstmal umgucken hier mit den Schlüsseln. Ey, wie gut. Guck mal hier, ein Lederriemen, mein Alter. Und hier werden anscheinend Häute getrocknet. Oder? Ein Bett? Auf einer Gabel. Auf einer alten, verbogenen Kabel. Wie cool. Einfach die Zinken umgebogen. Aber ein wirklich geschütztes gerade hier auch nicht, ne? Mit so ein paar Ästen über dem Kopf. Aber cool gemacht, das Ding hier. Aber was ist mit dem Käfer, mit dem... Tja. Ich finde das irgendwie uncool, dass der gefangen ist. Ich weiß nicht, dass, wenn die Eule da ist, das heißt ja so im Grunde, das lädt ja fast dazu ein, dass man hier Nahrung fallen lässt, oder? Ja, man muss ihn bändigen. Ich weiß nicht, was heißt bändigen. Das weiß ich auch nicht. Nackt ausziehen und ihn umarmen oder was ist denn so ein Käfer? Ich lass mal so eine Nahrung fallen. Ich habe so einen Insektenei. Ne, Insektenei wird er wahrscheinlich nicht essen. Was habe ich denn da als Nahrung? Lass mal ein Honigstück fallen. Ja, lass mal ein Honigstück fallen. Ne, es liegt, muss ein Stück vorgehen. Oh. Jetzt, ja, muss so passen. Oh. Ne, liegt immer wieder vor dir. Ja, kann's nicht ändern. Was haben wir denn noch dabei an Nahrung? Ich kann jetzt nicht. Ich könnte auch ein Ameisen. Hat er was gegessen? Nein. Ich könnte auch ein Ameisenspieß darunter werfen. Aber ich probiere das mal. Ich gehe mal hier runter. Ah, nee, kann man nicht. Okay. Kann man hier gar nicht rein? Nee, hier ist wie so eine... scheinbar nicht. Wie eine Alpha-Wand. Ich probiere das mal. Moment. Eins. Zack. Bestätigen. Nee, liegt vor mir. Man kann da nichts runterwerfen. Also ich glaube, das ist so nicht vorgesehen. Scheint aber überall zu sein, ne? Dieser... Ja, ja, man kommt nicht runter. Was? Ich soll Slash reinschubsen? Sagt die Regie. Was? Bitte? Wer sagt denn sowas? Aber man kommt auch nicht auf die Äste drauf, also man kommt auch nicht über ihn rüber. Nee. Ist scheinbar nur Deko. Na, vielleicht ist es auch einfach der Hinweis, dass man sie
Besser? Also ich würde jetzt mich auch nicht zähmen lassen, wenn sie mich in eine Grube gesperrt hätten. Da hätten wir jetzt so schön hier mit dem Grashüpfer in den verregneten Nachthimmel reiten können. Ja, ja. Ich würde sagen, wir gehen mal auf unseren Baum. Ja, lass mich mal eben einmal gucken, was hier hinten bei den leuchtenden Pilzen. Ja, ich komme. Komm mal, da sind Motten auf jeden Fall. Haben wir mit Motten eigentlich dasselbe Abkommen wie mit Schmetterlingen, dass wir denen nichts tun, oder? Ich glaube, ja. Okay. Also da unten ist das Boot und da muss der Nashornkäfer sein, unten am Wasser. Ja, ich würde sagen, wir besorgen uns ein bisschen Material, was wir hier finden, und dann fangen wir uns an, oben einzurichten. Genau, erstmal so ein bisschen Basisbau. Genau. Das ist halt doof jetzt bei dem... Bei dem Dunklen, ne? Warum habe ich noch eine Fackel dabei? Ja, habe ich. Warte mal. Ich auch so. Zack, die 6. Da, ja, die Fackel macht schon ordentlich hell. Hier bei den, hast du auch gesagt, da gibt's was Besonderes, ne? Die Malden, ja. Da gab's doch auch Fasern und so. Genau, und Holz, das ist gut, das ist gutes Baumaterial. Oh, was ist das? Was ist das? Das kommt auf mich zu. Es will angreifen. Ein Nachtmarienkäfer? Nee, nee, ich glaube, der ist harmlos. Aber es kommt Actionmusik. Doch! Und wie? Was für ein dreckiger Kleiner. Shrekdoll ist aber auch so. Von einer ganz anderen Sorte. Moment, wenn es dann hier Nacht... Ich höre sie hier quitschen, weißt du, da hinten? Ja, ja. Okay, dann nehmen wir auch die Mohnblumen mit, bis wir bei unserem Baum sind. Warte irgendwie nur drauf, dass hier so irgendwo zwischen den Gräsern diese 8 Augen aufleuchten. Mhm. Ich freue mich auch schon drauf, nicht? So. Webse? Ganz viele über uns, aber die tun uns nichts. Mhm. Haben wir sie vielleicht unnötigerweise angegriffen? Das könnte auch sein, wa? Nee, ich glaube, hier ist so ein Nachtkäfer. Nachtkäfer. Die sind aber nicht sonderlich stabil. Ich glaube, wenn die ihre Flügel aufhaben, da geht auch schon also die Sonne auf. Im Grunde müssen wir nachts raus Marienkäfer jagen. Hier kommt noch irgendwas. Ich komme. Dann haben wir noch die Stängel. Kriegen wir die auch? Ja, sind wieder Malven. Okay. Und Stein können wir auch direkt mitnehmen. Mhm. Na gut, ich würde sagen, wir sammeln mal ein bisschen Materialien, richten uns so eine... Oh! Ja, ich komme. So eine kleine Basis da oben auf dem Baum ein. Ach, guck mal, wie schön. Sieht richtig gut aus. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir so unsere ersten Schritte gehen, und dann werden wir uns mal Ausrüstung besorgen. Oben alles wieder so ein bisschen aufbauen, was wir in der alten Lager schon hatten. Vor allen Dingen bauen wir direkt ein großes Lager. Ja, bitte. Direkt so ein Lagerplatz mit ganz vielen Kisten, das wäre sehr super. Goodie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut, Slash. Tschüss.